Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Der Lokführer hatte keine Chance zu reagieren. Aus dem Nichts tauchte ein Wagen aus den Nebelschwaden auf, eine Kollision unvermeidbar. Der Unfall ereignete sich am Abend zwischen Schwarmstedt und Essel. Trotz des Signallichtes überquerte ein Kleinbus den unbeschrankten Bahnübergang. Der Lokführer hatte keine Chance zu reagieren. Der tonnenschwere Zug prallte mit voller Geschwindigkeit in den PKW. Von der Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zur Seite geschleudert. Glück im Unglück für die Insassen. Hätte der Zug den Wagen mit voller Breite erwischt, wäre der Unfall wohl noch schlimmer ausgegangen. Die Unfallstelle zeigt, welche Kräfte bei einem solchen Aufprall freigesetzt werden. Die beiden Insassen wurden aus dem Wagen geschleudert und dabei schwer verletzt. Lange Zeit war nicht klar, wie viele Personen in dem Auto saßen. Die Feuerwehr hat daher eine Suchaktion gestartet. Wir haben erstmal das Fahrzeug nach weiteren Verletzten abgesucht, den näheren Umkreis der Einsatzstelle. Und haben dann unsere Wärmebildkamera zur Hilfe genommen und haben dann dementsprechend den etwas weiteren Umkreis um das Fahrzeug hier um die Einsatzstelle herum abgesucht. Warum der 56-jährige Fahrer die Schienen trotz Warnsignal überquert hat, ist noch völlig unklar. Das Signallicht hat nach jetzigem Stand einwandfrei funktioniert. Immer wieder beobachtet die Polizei, dass Autofahrer und Fußgänger trotz des Rotlichtes versuchen, die Schienen zu überqueren. Laut der Deutschen Bahn gab es im letzten Jahr 251 Unfälle an Bahnübergängen. An der Unfallstelle soll demnächst eine Schranke für mehr Sicherheit sorgen. Für die beiden Insassen kommt diese jedoch zu spät. Der Rettungswagen aus Schwarmstedt war schon vor Ort und Ersthelfer, die hier vorbeigekommen sind, dementsprechend auch schon. Haben wir denn noch einen Rettungssanitäter von unseren Feuerwehrleuten dementsprechend auch noch zur Hilfe geschickt. Schwer verletzt wurden die beiden Insassen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass der dichte Nebel einer der Gründe für den Unfall gewesen ist. Während der Wagen einen Totalschaden hat, wurde der Zug kaum beschädigt. Lokführer und Passagiere blieben unverletzt. Es waren ca. 20 Personen in dem Zug als Mitreisende. Die sind an dem nächsten unbeschrankten Bahnübergang aus dem Zug ausgestiegen und mit einem Bus dann weiterverbracht worden. Die Regionalbahn konnte aus eigener Kraft weiterfahren. Der Zugverkehr läuft daher wieder planmäßig. Mit Verspätung muss nicht gerechnet werden. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe.